Dieses Video wird Ihnen präsentiert vom Ford Store Rahnbrock, Iburger Straße in Osnabrück, Nordwestdeutschlands größte Ford-Ausstellung. Ja, Benjamin Schmiedes ist bei mir bei der Pressekonferenz, wo Sie die Vertragsverlängerung von Daniel Schuhn und Merlin Polzin bekannt gegeben haben. Vorab, Herr Schmiedes, sind Sie erleichtert oder können Sie mal Ihre Gefühlslage beschreiben? Jetzt, nachdem Sie diesen Schritt jetzt bekannt gegeben haben, können Sie auch weiter in die Planung einsteigen? Ja, das sind ja immer Dinge, die ohnehin parallel zueinander laufen. Ich bin natürlich sehr, sehr, sehr froh, beziehungsweise freue mich sehr, dann eben auch besiegelt zu haben, dass wir bis mindestens 30.06.2021 zusammenarbeiten in der jetzigen Konstellation, die geprägt ist von einem hohen Maß an gegenseitigem Vertrauen. Und von daher ist es natürlich Freude, aber die Gespräche, die parallel dann eben auch laufen in Sachen Kader, die beeinflusst das natürlich, was meine Person angeht, zumindest nicht maßgeblich. Können Sie soweit sagen, bei wem der Ball eigentlich lag? Lag der bei Daniel Schuhn, der ja die letzten anderthalb Jahre durch gute Arbeit überzeugt hat, oder lag er beim VfL, der den Trainer überzeugen musste, dann hier auch weiterzuarbeiten? Es sind immer zwei Vertragsparteien, die einmal artikulieren müssen, was sie denn überhaupt wollen. Und das ist eben das, was ich meine. Wir haben ein hohes Maß an Vertrauen und Offenheit zueinander. Das heißt, der Trainer weiß ganz genau, wie ich ticke, wie ich die Dinge eben entsprechend vorantreiben möchte in diesem Verein. Und er hat auch ebenfalls natürlich Vorstellungen davon, wie gewisse Dinge zu laufen haben. Und dann schaut man, wie groß die Schnittmenge ist. Und wenn eine Schnittmenge existiert, sowohl in den Inhalten als dann natürlich eben auch in den Rahmenbedingungen, dann macht man weiter, so wie wir es jetzt heute für uns hier verkündet haben. Und wenn das nicht gegeben gewesen wäre, dann wäre das nicht. Also ich würde es immer als beidseitig bezeichnen. Okay. Wenn wir mal detaillierter darauf eingehen, Daniel Schuhn sagte ja auch, dass er eine Perspektive braucht, um halt auch hier seinen Vertrag zu verlängern. Gab es einen Punkt, wo Sie ihn letztendlich mitgekriegt haben, dann tatsächlich auch seine Unterschrift unter den Vertrag, den Sie ihm vorgelegt haben, zu unterschreiben? Das ist schwer zu beantworten, ob es jetzt den einen Punkt gab. Also nochmal, ich kann das nur betonen, dass wir immer zu jeder Zeit offene Gespräche miteinander führen. Auch wenn es mal nicht um Verträge, sondern um reine Inhalte geht. Und da sagen wir uns sehr, sehr deutlich die Meinung. Also ich glaube, er weiß, woran er ist. Er weiß, was er dann eben auch für einen Vorgesetzten hat, was er einfordert und eben auch nicht möchte. Und da dort eine unglaublich hohe Deckungsgleichheit besteht in der Art und Weise, wie wir die Dinge angehen, glaube ich, ist es das Gesamtpaket am Ende des Tages. Gehört denn auch zu der Deckungsgleichheit oder die Schnittmenge der Laufzeit des Vertrages, die jetzt ja nur in Anführungsstrichen, mag vielleicht der eine oder andere meinen, um ein Jahr sozusagen verlängert wurde? Ja, also wir haben ja mit der Laufzeit, die wir jetzt festgelegt haben, beidseitig, haben wir immer die Option, das nach hinten weiter auszudehnen. Das ist eben auch so, dass wir intensive Gespräche miteinander haben. Es ist auch Faktum, dass der eigene Vertrag von meiner Person ebenfalls am 30.06.2021 ausläuft. Von daher ist das etwas, was sicherlich eine Deckungsgleichheit jetzt hat. Ob und inwieweit das der ausschlaggebende Punkt gewesen ist, das kann ich von meiner Seite aus sagen, dass es das mit Sicherheit nicht ist. Wenn man in normalen Arbeitsverhältnissen selbst so Gespräche führt mit seinem Vorgesetzten, dann heißt es auch oft, wir setzen uns dann und dann nochmal zusammen und gucken, wie dann der Vertrag weitergeht. Haben Sie sich so ein Ziel schon gesetzt? Nein, ich glaube, es geht nicht darum, dass wir Zeiten oder Daten festsetzen, wann wir wieder über einen Vertrag reden, sondern viel, viel wichtiger ist doch das, wie wir inhaltlich vorankommen. Und da ticken sowohl der Trainer als auch ich sehr gleich. Wir wollen vorankommen, wir wollen das Ganze weiterentwickeln, was wir hier begonnen haben. Wir sind davon überzeugt, dass das noch nicht beendet ist, auch in der Möglichkeit der Entwicklung. Und solange wir das sehen, wollen wir alle Kraft dafür aufwenden, voranzukommen. Und das betrifft sowohl den Trainer als auch meine Person. Und von daher ist das folgerichtig, so wie es ist. Und wenn es positiv läuft und wir die Entwicklung weiter treiben können, dann steht auch einem neuen Vertragswerk, was dann über den 30.06.2021 hinausgeht, nichts im Weg. Für Sie und für Herrn Schuhn. Für mich und für Herrn Junior. Okay. Zu guter Letzt, hat der Zeitpunkt, spielt der eine Rolle, wann Sie das jetzt vermeldet haben? Man kann jetzt nicht sagen, man hat in Aue verloren und deswegen wollten wir jetzt nochmal ein positives Zeichen setzen, sondern vielleicht wahrscheinlich eher ein früher Zeitraum, um halt auch Planungssicherheit zu haben?
Nein, wir haben es immer so gehalten, dass wenn wir was entschieden haben für uns, was veröffentlichungswürdig ist, dann haben wir das getan, ohne Rücksicht auf irgendwelche öffentlichkeitswirksamen Themen. Von daher war das Ergebnis des letzten Spiels, hatte absolut keine Auswirkungen auf den Zeitpunkt der Verkündung. Wir haben inhaltlich begonnen mit dem Abschluss des letzten Jahres inhaltlich zu sprechen. Dann kam die Transferphase, die sicherlich dann auch viel Zeit und Kraft in Anspruch genommen hat. Und wir hatten eben jetzt die Möglichkeit, in der Länderspielpause in der ersten, Anfang September, ein paar Dinge für uns dann eben auch so zu regeln, dass wir zum Abschluss gekommen sind, haben es dann zeichnen können und konnten dann eben heute unmittelbar nach dem Spiel in Aue das Ganze verkünden. Alles klar, Benjamin Schmiedes, vielen Dank.